So YouTube, hier ist wieder euer Küchenmagier mit dem zweiten Teil meines Videos Bratwurst mit Schlag. Aus dem schon erwähnten Öl, Pfeffer und dem Essig, ebenso aus der Zwiebel, die ihr natürlich klein geschnitten habt und gewürfelt habt, macht ihr ein Dressing. Das schaut dann so aus. Da ist auch mal etwas Kuh mit dran, beziehungsweise Milch. Die Bratwurst, die ihr am Anfang gesehen habt, habe ich in Mehl gewälzt und die brutzeln hier fröhlich in der Pfanne vor sich hin. Und durch das Mehl ergibt es eine wunderbare, knusprige Haut. Und der Schlag besteht aus Kartoffelpüree, was ich angerührt habe. Ihr könnt natürlich auch selber Kartoffeln stampfen. Den haben wir dann hier. Den Salat, den ich klein geschnitten habe. Und den Speckwürfeln. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen da drinne. Die Speckwürfel habe ich natürlich vorher ebenfalls klein geschnitten, angebraten, dass sie schon knusprig sind. Und Vorsicht, wenn eure Freundin eine Naschkatze ist, dann bringt sie in Sicherheit, weil sie sind zu lecker. Ja, ich hoffe, euch hat mein erstes Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Und ich würde mich sehr über Statements dazu freuen. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, was man besser machen kann oder nicht. Bis dann zum nächsten Mal, euer Küchenmagier. Ciao, ciao.